Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Orphan von Swiss und die anderen in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Orphan von Swiss und die anderen, das Ganze am 5. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Rock. Jawohl, die Box zu diesem Album, die habe ich euch ja bereits vorgestellt. Und heute ist es an der Zeit für die Vinyl Edition. Es gab dieses Album in diversen Vinyl Editionen. Ich glaube, es gab eine weiße Vinyl und ich habe in diesem Fall die Glow in the Dark Vinyl gewählt. Die war auf 1000 Stück limitiert und die schauen wir uns jetzt mal an. Als allererstes machen wir mal die Folie ab. Wir haben hier ein Gatefold. Bedeutet, wir können hier wunderbar mittig aufschneiden und die Folie hier erledigen. So, und dann kann man die hier wunderbar abziehen. Das ist das Albumcover. Also Orphan kommt ja aus dem Englischen und heißt so viel wie Waisenkind oder Waise. Hier unten lesen wir Swiss und die anderen Orphan und hier auch noch Tape dazu. Oben Missglückte Welt präsentiert, das ist das Label. Dann haben wir hier, das dürfte wohl der Orphan sein, das Waisenkind, hier mit geröteten Augen, schwarzer Kapuze und dem schwarzen Missglückte Welt Bandana im Gesicht, vermummt. Auf der Seite, Swiss und die anderen, Orphan und links und rechts nochmal das Logo von Missglückte Welt. Und auf der, hoppala, da kommt mir gleich die Vinyl entgegen. Auf der Rückseite lesen wir hier die Tracklist. Wir haben 11 Tracks an der Zahl, diverse Features, unter anderem mit dabei Joey Bargeld, Schocki und Ferris. So, die beteiligten Labels und die Logos natürlich. Verbraucherhinweis, Parental Advisory, krank links. Und dann haben wir hier noch einen Barcode, und zwar lesen wir hier das, was ich angesprochen hatte. Limited Edition Glow in the Dark, limited to 1000, also 1000 oder 1000 Units, also auf 1000 Stück limitiert. Der Barcode hier. Was überraschend ist, obwohl wir hier ein Gatefold haben, also eine Vinyl-Variante, die eigentlich für eine Doppelvinyl ausgelegt ist, haben wir hier nur eine Vinyl drin. Und die ist hier nicht in einem der beiden Gatefolds, also links und rechts hier eingepackt, sondern kommt hier in der Mitte. Deswegen schauen wir hier nochmal kurz rein. Ah, hier ist noch mehr. Na? Zettelchen will nicht raus. So, einmal hier. Kommen wir gleich dazu. Schauen wir nochmal rein. Leer. Leer. Okay. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, warum man das hier mit einem Gatefold gelöst hat. Ich meine, generell finde ich Gatefold immer besser als eine einfache Vinylhülle. Aber ja, in diesem Fall nur eine Vinyl mit dabei. So, was haben wir hier? Wir haben hier einmal die gesamten Lyrics, also wir haben hier so ein Lyric Sheet, das hier der Vinyl beigelegt war. Jeder einzelne Track hier Wort für Wort erfasst. War ja auch bei dem regulären Album auch dabei im Booklet. Sehr schön. Dann hier unten die Herrschaften, alle hier gefesselt. Und dann haben wir noch die Credits zum Album. Also diese Personen hier haben beigetragen. Gut, und dann kommen wir als nächstes natürlich zur Vinyl. Die kommt hier in schwarzer Papierhülle. So sieht das aus. Und in einer sehr ungewöhnlichen Optik, denn wir haben hier tatsächlich, sieht aus wie so eine ganz reguläre, ja, weiß bzw. ein bisschen transparente Vinyl. Allerdings ist die wirklich beschichtet und mit so einem Glow-in-the-Dark-Effekt. Also leuchtet im Dunkeln. Das ist die B-Seite. Das ist die A-Seite, wie gesagt, die gesamten 11 Tracks hier auf A- und B-Seite verteilt. Hier lesen wir wieder Swiss und die anderen Orphan, Seite A. Okay, okay. Und dann werden wir jetzt mal das Licht abdrehen und uns anschauen, wie das Ganze im Dunkeln aussieht und ob dieser Glow-in-the-Dark-Effekt wirklich so rüberkommt. So, kleinen Moment. Und so sieht das Ganze dann aus bei Dunkelheit. Also, ist natürlich dann immer so die Sache, wie das rüberkommt bei der Kamera.
Ich glaube, da kommt es leider immer deutlich schwächer rüber. Aber ich kann euch sagen, das Ding leuchtet echt brutal. Also wenn das einfach ein bisschen angestrahlt wird von Licht, dann speichert es das gut und dann kommt hier wirklich einiges an Leuchtkraft zustande. So, und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigte Vinyl hier mit dem Glow in the Dark Effekt. Wie gesagt, die Vinyl ist auf 1000 Stück limitiert. Und zusätzlich zu der Album-Vinyl gibt es dann eben noch hier dieses Lyric Sheet, also das Booklet, mehr oder weniger hier doppelseitig auf diesem großen quadratischen Sheet. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Orphan von Swiss und die anderen. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Swiss und die anderen unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.